Steht das direkt da? Da steht, oh mein Gott. Da steht eine Menge drauf. Heldendokument. Also Name ist, wie zu erwarten, Moische Goldständer. Meine Rasse, Jay, rate mal, was meine Rasse ist. Ich weiß es, ich weiß es. Christian. Jude? Ja, ich bin ein Jude. Harry Gersack. Was? Gersack? Wieso hast du denn bei dem Namen? Harry, ich bin Harry Gersack. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Wow. Meine Rasse. Ich gucke in die Kamera. Guter Deutscher. Okay. Also wir werden nicht gerade die besten Freunde. Warum? Das ist ja tatsächlich schon die richtige Ausstattung. Ja. Ich finde das super, dass wir bei South Park sind. Kultur Deutschland. Profession Vorschüler. Weiß ich nicht, was das bedeuten soll. Ja, wir sind halt alle, ich bin selbstverständlich männlich, blond. Meine Augenfarbe ist fettgelb. Was? Fettgelb? Augenfarbe fettgelb. Hat er einen Leberschaden? Okay. Und glasig. Und? Mein Name ist Whitey White Man. Rate mal meine Rasse. Bei dem Namen Whitey White Man. Amerikaner. Neger. Kultur Afroamerikaner. 1,43, 35 Kilogramm. Da noch ein. Hab ich da drauf? Ja, wieder, wenn du damit drauf guckst, bei dir halt auch. Man kennt ja unsere Regeln, ne? Ausdauer ist bei mir 999. Also, reden wie sonst was. Genau. Ah, ja, ansonsten, wie gesagt, das geht auch für alle, sind interessant Vor- und Nachteile. Ja. Last but not least. Ich bin gespannt. Was bleibt denn jetzt noch übrig, frage ich mich. Ja, wir haben alles. Ich bin der Holy Fuck. Holy Fuck bist du. Holy Fuck. Lasse Asiate, Kultul, Chinese. Profession Vorschüler. Oh, ich bin. Ein Mädchen. Holy Fuck ist ein Mädchen. Oh nein. Bitte mal. Die Augen sind super. Warte. Haarfarbe Schwanz. Augenfarbe Schlitzigschwanz. Schlitzigschwanz. Alter, ey. Ganz simpel. Hast du China süß-sauer, oder was? Ich habe den Schlitzaugenlasel. Hast du die auch immer mit L geschrieben? Nee, aber er hat einen Nachteil. Helle Lasel aus den Schlitzaugen. Damage, okay. Spiegelbild, Chinesen sehen gleich aus, verwirrt. Was? Nee, das ist Doppelzeile, verwirrt Gegner. Achso, verwirrt Gegner, okay. Chinesen sehen gleich aus. Dann hab ich, holy shit. Oh, das passt nee, holy auch. Fuck. Ich hab Industriespionage. Erfährt die Schwäche vom Gegner. Und Oligami. Faltet eine Waffe aus Papier und Schade. Voll geil. Was? Aus Schaden. Papier und Schade? Und Schaden. Dann rennen halt so 10 so Security-Männer von dem Diktator. Man könnte meinen, wer es sein könnte. Weil rennen so halt nach unten hinein. Schnappen sich halt das Zeug, meinen so, das sind Wettgegenstände, die gibt's bei uns in Nordkorea nicht. Ja? Endlich haben wir was anzuziehen. Und schnappen euch halt diese Gegenstände halt weg, also die ganzen Verkleidungen und so weiter, und machen damit quasi euer Spiel kaputt. Ich heb nur die Arme und sag, don't shoot me, man! Black Lives Matter! Mach ich nicht. Und wie gesagt, er wird dann halt von den vielen Wachen, die da bei uns stehen, wird er auch immer die ganze Zeit als halt mein oberster Führer angesprochen, ja. Also natürlich reden wir die ganze Zeit von Kim Jong-un. Dann kommt Jay die Idee. Whitey Whiteman die Idee, ja, in dem Sinne, dass wenn du es schaffen würdest, den Diktator davon zu überzeugen, etwas ihm zu besorgen, was viel mehr Spaß macht, als die Klamotten zu klauen, ja, dass er dann vielleicht zu einem Tausch bereit wäre.
Lass die Sachen hier. Geile Überzeugungsarbeit! Sehr gut! Kann er da drauf würfeln? Das ist schon stark. Das ist ja der Hammer. Aber minus 10, bitte. Ja, gut. Also ich hab sie gerade drauf geguckt, war froh, dass ich ja nicht machen muss. Aber. Okay, also, pass mal auf die kleine Schwarzer-Jungel, ja? Ich muss die Sachen hier mitnehmen, weil die sind auch ganz viel Spaß auf. Ich brauche entweder was mit viel mehr Spaß. Hast du da eine Idee? Biete ihm einfach irgendwas an. Ich zieh die Hose runter. Das ist ja was ganz Feines. Gibt's das auch aus Plastik? Dann würden wir nicht handeln können. Junge, das ist alles Fleisch. Wenn du mir ein Plastikabbild davon besorgst, haben wir einen Handel. Jungs und G-Mails. Let's go. G-Mail. Hallo. Wir müssen einen richtig dicken 50 cm Holy Fuck ist aus Mörderschwanz, nicht aus Thailand. Mörderschwanz kaufen. Ja, gut. Aber da muss ich die Treppen hochgehen. Jetzt schon mal so. Der kann nicht schlagen. Was? Wobei das passt eigentlich zu meiner Rasse. Konstitution? Warte mal. Nein. Also ich kann dir niemanden tragen. Ich kann ja nicht mal mein Gewicht tragen. Doch, kann ich. Ich kann nicht. Ich trag dich. Ja, komm, ich trag dich. Gegen Gold. Echt jetzt? Würfelst du 20, ich brichst dir das Kreuz. Sepp ist tot. Ja, mit Sicherheit nicht. Also wenn ich dich bezahle. Ja, dann musst du leider. Wobei, vielleicht habe ich noch relativ viel von dem, was wir euch damals abgenommen haben, noch über. Ja, das, ja, okay. Nein, ich krieg die Treppen selber hoch. Geht schon mal vor, ich brauche nur ein bisschen länger. Wenn du unten stehst, ja, geht halt die Tür von hinten aus dem Haus auf und Mr. Garrison kommt rein. Während er seinen Schokokuchen gerade reingestopft hat. Ja, genau, der kommt da rein und meint so, ah, ja, hallo Harry, ja, was machst du denn hier? Spielst du mit den anderen Kindern? Ja. weißt du, ob Mrs. Cartman auch da ist? Nein. Nee, ich weiß ja noch nicht, dass die oben duscht. Was soll ich, okay, denn? Und du guckst da rein, da findest du so eine super lange Box, so sieht ein bisschen edel aus, ja? Also ich sag mal, so lang, so hoch. Ich öffne die Box. Du öffnest die Box und darin also. ist ein Seidensäckchen, was irgendwas umschließt. Irgendwas umschließt. Mein Gott, ey, das ist so spannend gerade. Ich gucke mal, also das Seidensäckchen, das kann man ja so zurückschieben bestimmt. Ja. Ungefähr so? Ja. Dann guck ich mal da rein. Ja, und du siehst ein, es sieht ein bisschen aus wie die abgerundete Seite einer Gurke. Cagnitz war beim Torpedo! Das ist der Black Penetrator. Ist, ja. Ja, den packe ich ein. Ich hab, glaube ich. Den packe ich ein. Den nehme ich dann mit, natürlich. Schwarzelbengel, ich glaube, ich habe was gefunden. Ja, voll gut. Ich bin ja schon weg. Also ich bin ja. Ey, Whitey. Yo, man. Warum ziehst du dich eigentlich immer so arm an, obwohl du eigentlich reich bist? Ich hab kein Geld. Wie, du hast kein Geld? Meine Mutter sagt, ihr klaut alles. Sogar die Jobs. Du müsstest alles haben. Das stimmt aber nicht. Wir klauen. Nee, das stimmt nicht. Meine Mutter wird niemals lügen. Meine Mutter putzt im Autobahn, auf dem Highway, ja, auf dem Highway, die Klos, yo, ja, mein Vater, der ist, der baut Pflanzen an. Das ist der Bauer. Er will dich nicht davon abhalten, das zu essen. Nein, mach das nicht, hör nicht auf den Juden. Dein Papa hat einen. Hör nie auf den Juden. Das wird sie auch immer. Sehr gut. Okay. Will ich nur betrügen und sich um dein Geld erleichtern. In Wahrheit sind knapp 2,5 Minuten vergangen, seitdem. Sind da auch Latten? 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 Ich habe eine in der Hand. Was sind denn Latten? Ja, Latten! Latten! Ratten! Latten! Ich habe gerade auch an Latten gedacht. Ich war jetzt auch so, was will der denn mit der Dachlatte? Ja, da sind auch, also ihr lauft halt da rein und. Ich fühl mich animiert von seinem und möchte auch ein goldenes Lied singen. Hoch auf dem goldenen Wagen. Was ist dein erstes goldenes Lied? Über den Goldständer.
Und ich liebe Gold. Würfel auf Singen. Würfel auf Singen. Und erleichtert um 5. Und wenn du die Probe schaffst und du wirst die Schaffner versorgen, dann wirst du singen. Okay. Wir wissen, wie das Lied bei den Goldständern geht. Oh, Mensch, eine 6, ja. Ja, das ist schade. Ja, das heißt, dann setzen wir uns jetzt alle mal so hin. Und dann lass doch mal, wie es dir lieber bei den Goldständer. Nimm mein güldenes Getränk mal eben in die Hand. So. Das ist jetzt peinlich, ne? Entscheidungen haben Konsequenzen. Der singt, ich will auch singen. Oh, scheiße. Ich soll nicht nachdenken, bevor ich was sage. Ich laufe den Gang halt entlang. Und nee, du musst die Situation nicht beschreiben, nur habe ich schon gemacht. Sing einfach. Ja, sing einfach. Sing einfach. Ich liebe Gold, 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 Goldnis. Alles klar, bis nächste Folge. Nee. Also es ist halt natürlich super eklig, aber richtest dich halt auf, kommst halt da raus, stinkst halt nach Scheiße, bist mit Scheiße überwertet, alles Scheiße. Nee, also wenn du jetzt direkt angreifen würdest, dann würdest du auf jeden Fall einen krassen Malus kriegen. So im Bereich wirklich so 80-90%, weil du siehst halt super wenig und ganz ehrlich, der Ekel ist halt auch da. Okay, dann setze ich mich erstmal hin. Muss man ja auch. Und das Telefon ist der. Ja. Oh, lecker. Genau, wir schießen ihn einfach auf. Nee, aber es war schon sehr anstrengend und ich glaube, ich muss mir mal eben hinsetzen. Eine kurze Pause. Kurze Pause. Lass uns das jetzt machen. Ich will mich auch waschen, ey. Ich habe überall Scheiße in den Augen, das geht nicht. Gehst du auch unter die Dusche? Na, ich will mir mein Gesicht waschen. Ach so, okay. Du gehst erst unter die Dusche, wenn du bestraft wirst, ne? Das sagt meine Mutter immer. Nee. Keine Ahnung, was meine Mutter immer sagt. Ich finde das ganz cool. Dann gehe ich ja zum Waschbecken. Okay, wasche mir so das Gesicht. Ja, okay. Ich habe echt eine halbe Sekunde gebraucht, um mir zu checken. Was ist Sex? Mama sagt, das ist nicht cool. Mama sagt, der versteifte Penis von meinem Papa wird in die Scheide von ihr gesteckt. Das hat sie mir so erklärt. Ist ja ekelhaft. Was für ein Geschenk habt ihr denn? Ein großes schwarzes Etwas. Weiß ich auch nicht, was das ist. Es soll ihn glücklich machen. Er wollte es. Es ist das, was er Auftrag. Sich gewünscht hat. Wir sind seine Spezialeinheit. Ich ziehe die Hose runter und sag mein Abbild. Oh Gott. Okay. Der Koreaner zieht seine Hose runter. Was? 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 Meinst du, ihr habt immer komische Bläuche in Neger, aber hallo, ich auch. Hallo, wir wollen jetzt zu Kim. Jetzt zieht er halt seine Hose wieder hoch. Wir wollen jetzt zu Kim. Wir haben ein glossy schwarzes Etwas und da ist ein Schalter mit On und Off gelandet. Ja, okay. Ich bin mal einfach neugierig und möchte mal einfach so auf Vitrinen patschen mit dem Finger. Ja gut, du patschst halt so auf die Vitrinen drauf, da werden dann durch deine kleinen Negerhände kommen dann so fettige Abdrücke drauf, ja. Und in dem Moment, wo du halt in 2 Stunden wieder zurückgehst, kommen direkt so 2 nordkoreanische Sklaven angerannt, weißt du, und wischen das direkt weg wieder mit die Vitrinen auch wirklich einwandfrei zu sehen ist, ja, und rennen dann auch schnell wieder aus dem Raum raus, so quasi unsichtbar zu sein, wie irgendwie möglich. Mama kann besser putzen. Ja, wie gesagt, du siehst halt auch Bedienungsanleitung schrumpfen und irgendwas mit Menschen und Lebewesen und mehr detaillierter versteht ihr das halt jetzt nicht. Was bringt uns vielleicht das? Vielleicht kannst du dann abnehmen. Wir wollen nur unsere Spielsachen wieder. Vielleicht nimmst du dann ab. Schießen auf den Juden. Vielleicht kannst du dann besser Warum? Laufen. Warum? Um das auszuprobieren. Lass uns das testen. Es wir können auf Tupac schießen. Nicht. Nein, wir schießen nicht auf Tupac. Ja, natürlich. Viel bessere Idee. Ich gehe zu einem der Vitrinen und patsche die an. Sehr gut. Geiles Ding. In ein paar Tagen geht's euch weiter. Oh Gott. Ich schieße. Auf die Koreaner. Auf die Neukoreaner, die können nicht viel. Okay, du schießt halt drauf. Und ja, in dem Moment, wo die halt getroffen werden, verschwinden die halt quasi, oder was das verschwinden, aber du sagst halt, wie sie so klein werden und dann quasi verschwinden. Das ist eine Schlumpfmaschine. Was? Genau. Schlumpfmaschine. Was für Schlümpfe? Schlumpfmaschine. Also sehen wir noch? Ja, ihr seht halt die so ein bisschen so, wie so, ich sag mal. Haben die jetzt auch so Hohlstifte? So Mr. Henke-Größe, ungefähr. Ja, okay. Ich möchte einen essen. Wenn du möchtest, darfst du eine essen. Dann musst du aber erst dahin, ne? Also die sind halt schon weit weg.
Ja, ich gehe dahin. Du gehst dahin? Fährst dahin, ne? Ja, ich fahre dahin. Also fährst da, okay, du fährst halt mit deinem Lemo-Mobil darunter, fährst du halt zu der und nimmst dir halt so beide dann in die Hand. Echt? Die kriegst du direkt zu fassen? Boah, sogar schon. Ne, die kriegst du relativ schnell zu fassen. Weiß ich mal zu. Echt jetzt? Ja, sehr. Echt? Die linke oder die rechte? Ich würde schon immer koreanisch probieren. Er meint ja, du meintest ja, das ändert sich vom Essen her. Okay, alles klar. Nimmst du halt in der Hand und beißt du deinen Kopf ab? Ja, klar. Alles klar, du beißt dir eiskalt den Kopf ab. Nimmst du dir den Mund, weißt du, die andere in der Hand schreit. Ja, kann ich glauben, was du tust. Und die läuft halt so ein bisschen das Blut noch hier runter. Nein, und ist halt richtig schön knusprig. Schmeckt's dir? Schmeckt's mir? Ja, weißt du, schmeckt's dir? Ja, weiß ich nicht. Magst du koreanisches Essen? Ja, schmeckt schon ganz geil. Ja, das schmeckt geil. Magst du Hühnerköpfe? Schmeckt schon ganz geil. Ja, und snackst dir einfach halt den Kopf weg. Aber weil halt immer noch die Patschhähnchen drauf sind, merkst du halt, wie die Tür aufgeht und zwei neue koreanische Damen reingerannt kommen. Ich schieße wieder drauf. Die halt sich aufmachen mit ihrem Putzzeug Richtung Patschhähnchen. Also du sagst, es schmeckt dir gut, ja? Ja, schmeckt gut. Ja, bitte? Wir haben das Welthungerproblem. Und nein, dann kommt doppelt so großer Kim Jong-un wie am Anfang der Story auf euch zugelaufen, ja? Wie gesagt, kommt halt näher, nimmt dann halt dir den Gegenstand ab. Der ist ja viel zu klein für mich. Was soll ich denn damit machen? Du musst in mich rein und ihn mitnehmen. Damit ich maximale Befriedigung kriegen kann. Ich hatte gerade kurz die Idee, auf ihn zu schießen, aber ich finde das eigentlich... Unterstützenswert. Ja, haben wir Deal. Kann ich... Wieso Lein gelitten? Ich will mein Spielzeug wieder haben. Ja, genau. Was wir alles durchmachen für scheiß Spielzeug, ja? Ja, ohne Witz. Ich habe 25 Dukaten, hätte ich einfach neu kaufen können. Das stimmt. Ja. Aber ich habe so einen schönen Thron gesehen. Wenn wir zusammengeschmissen hätten, hätten wir einfach neu gekauft. Erste Folge, ja, vorbei. Ja. Und an der Stelle, wo halt normalerweise der Dill, wo diese Sofa liegt so eine nationalsozialistische Darmbakterie. Mit so einer Binde und so. Und die gönnt halt Kim Jong und kein Pleasure. Und wie gesagt, ihr kommt dann halt auch so näher ran mit. Was? Was? Ja, okay, also die entdecken wir. Pass auf. Entdecken wir. Also. Also so ein so ein E. coli. Ja. Kim, wir haben dein Problem gefunden. Warum du. Nein, Moment, warte, wir wissen das ja noch gar nicht. Erstmal mit dir reden. Sieht erstmal positiv aus. Ja, erstmal reden. Diese Markenkreuz auf dem Markenkreuz. Das kleine Detektiv-Sache. Ey, Joe, wir müssen hier jetzt diesen Dildo platzieren. Ich möchte erstmal wissen, wie die heißt. Ich frage sie nach dem Namen. Und ich sag erstmal Hilo. Du sagst, wie geil. Sie guckt dich auch halt an und meint so, ja, hallo, mein Name ist Hans. Hallo Hans, ich bin Harry. Ja, wir sehen uns in einem anderen Video, kein Schnittchen, haut rein, bis Denne und wie gesagt, Gewinnspiele, ja, und jetzt weiß ich nicht, ob jetzt ein Wort kommt. Vielleicht schon, vielleicht nicht, bin ich mir nicht ganz sicher, weil, weiß ich nicht. Was soll denn noch kommen? Weiß ich nicht, vielleicht kommt ja noch irgendwas. Abspann. Tschüss. Abspann. Ciao. Tschüss. Ciao.